Guten Morgen, liebe Freunde der besten Unterhaltung und dem besten Kanal hier auf YouTube und dem ganzen Planeten. Denn nur hier sitzt der schönste Spezialgast und der komischste Mops. Oh, komisch. Weil er direkt zwischen uns wieder liegt hier. Das, ja, ich weiß nicht, wie er das trocken macht, aber er kriegt das tatsächlich immer. Siehst du? Ah. So, ich hoffe, ihr hattet auch ein paar schöne Tage. Jetzt wird es ja langsam wieder kalt, leider. Es ist schon richtig winterlich, ehrlich gesagt, fast. Ja, ich schaffe es gerade jetzt hier zumindest im Studio noch mit dem T-Shirt zu sitzen, aber draußen hätte ich am liebsten mehr als zwei oder drei Jacken an. Das ist unglaublich. Leute, es ist richtig krass. Wir sind wirklich heftig on the road to 100k. Wir haben jetzt gerade die 61.000 geknackt, beziehungsweise sind schon wieder fett drüber und kurz vor den 62.000. Unglaublich. Da sehr gut. Kam gerade wieder einer hinzu. Es ist also, vergesst nicht, den Kanal weiterhin fleißig zu abonnieren, damit, wenn wir die 100.000 haben, passiert vielleicht noch irgendwas Schönes. Ich hatte ja eine Zeit lang mal was angeteasert. Das ist so ein bisschen abgeebbt. Ich glaube, die Leute haben das nicht mehr auf dem Schirm, aber mal sehen. Mal sehen. So, es gab neue Releases. Viele von euch haben sie sich natürlich gewünscht, dass wir darauf reagieren sollen. Und das machen wir jetzt mit CLC, der neue Song, Devil. Hören wir mal rein. Oder? Haben wir schon was von CLC gemacht eigentlich? Ich meine schon. Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten CL, nur CL. Oh. Ah. Ich weiß nicht, ob wir CLC schon hatten. Weiß ich auch nicht. Werden wir jetzt nicht herausfinden. Okay. Okay, Untertitel ist komplett auf Koreanisch. Oh, schade. Gut. Das ist ja eigentlich schon so richtig wieder 2000er vom Look her. Mm. Mit den Jeans-Outfits und den Timberlands. Ja. Sie spielen auch Lego. Alles komplett Jeans, ja, stimmt. Krass. Geil mit alles. Finde ich echt witzig. Vor allem hier das Oberteil von ihr. Oh. Ich glaube, es ist eine Jacke und dann so rumgebunden. Ja, sieht tatsächlich so aus. Ich glaube schon. Erinnert mich auch ein bisschen an das Little Mix Musikvideo, was wir da hatten, wo die auch 2000er angezogen waren, stimmt, mit den Jeans aus ja, Outfits. Ja, waren auch alle in Jeans. Nur halt in verschiedenen in Szene, genau. Farben. Ja. Und die Timberlands auch in verschiedenen Farben. Die stellen sich alle gerade irgendwelche Fallen oder sonst irgendwas, oh, ne? Schön. Riser oder Swells. Ja, sehr schön. Ansonsten, ja, sehr, gar nicht so vollgeballert, also ziemlich klar strukturiert, so vom Song her, finde ich jetzt. Sehr organisch auch angelegt. Von den Sounds her, die hier benutzt wurden, direkt am Anfang schon diese E-Gitarre, jetzt später eben so ein, ja, das müsste so ein auch, ja, fast eigentlich auch wieder die Rhodes sein, also ein E-Piano, dass die Akkorde dann so in den Achteln durchspielt. Oh. Sehr cool. Und die Vocals auch sehr angenehm, muss man sagen. Ich glaube, ihr Schuh ist ja zu groß. Oh. Safe. Oh, ja, unten. Die sind zu groß. Oh. Unten sieht das sehr stark danach aus. Ja. Yeah. Sonst hast du das Make-up von der einen gesehen? Also es gab zwei
Augen-Make-up-Looks, die mir direkt ins Auge gestochen sind. Eine war ganz dezent geschminkt, sehr natürlich eigentlich, man hat kaum was gesehen. Aber am unteren Wimpernkranz war dann der Lidschatten in verschiedenen Farben. Aber nur so ganz leicht und transparent fast. Und die andere hatte so keinen Lidstrich, aber eigentlich, ich glaube, nur den Wing in Blau. Weißt du noch, wo das war? Nicht? Sonst nee. Gucken wir es am Ende. Ja. Okay. Richtig fies. Oh. Also das mit dem Kaktus, das so lampenmäßig da hochzuziehen, das direkt schon mal, als ich den Shot das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wie kommt man denn auf sowas? Das ist ja richtig fies. Ja. Hier vielleicht sehr schön, dass hier in Kopfstimme tatsächlich nochmal die Doppelung gesungen wurde, also die Zweitstimme von einem der Mädels. Sticht schon relativ stark raus, aber ist halt vom Mix her vielleicht so angelegt, dass es nicht jedem sofort auffällt, weil es halt eigentlich auch einfach nur eine Oktave höher ist, beziehungsweise vielleicht sogar zwei, aber eben dann in Kopfstimme gesungen. So sticht es vielleicht nicht ganz so raus. Es so. Klingt sehr, sehr schön. Ja, wirkt einfach nur wie so ein Akzent auf die hohe, auf die Hauptstimme dann. Was machen die denn? Was? Nimm, wie sie geguckt hat. Cute. Hier auch geil der Sound, der hier dazwischen spielt, ne? Das muss auch wie so ein Synthesizer tatsächlich sein. Sehr cool, klingt auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Ende 80s mäßig, sowas, dieses Instrument. Da war. Ah. Ups. Oh. Das sieht richtig cool aus. Ah, krass. Aber das ist ja nicht so ein Wing, der so vom Auge rausgeht. Nee, deswegen meine ich keinen Liner, sondern nur der Wing. Ja. Und auch stimmt auch versetzt zum Auge so. Cool. Das sieht echt geil aus. Und oben hat sie ein bisschen pink oder ist es vom Licht? Ich glaube, vom Licht. Weil auf der anderen Seite hatte sie es nicht so. Aber ich glaube, hier unten hat sie es auch. Ja. Aber nur an einem Auge. Ja. Hm. Interessant. Aber cool, nur mit dem Wing tatsächlich. Ja. Ich habe das gehasst, in Lego-Steine reinzutreten. Das ist ja auch die größte Hölle, die einem passieren kann. Ich habe sehr, sehr viel mit Lego gespielt damals schon. Ja, heute deswegen nicht mehr. Fand ich Lego immer doof, wenn man sich da so wehgetan hat. Wenn die rumlagen im Zimmer und man ist so rumgerannt und dann ist man draufgestiegen, das hat so wehgetan. Aber man konnte die viel geileren Sachen mit Lego bauen, bis heute noch. Ja. Playmobil. Ketchup. Das da ist am Ende richtig den E-Bass, ne? Oh ja. Yeah. Cool, ja. Cooler Song, hübsche Mädels, vor allen Dingen. Ja, ich glaube, ich muss mir das Video gleich nochmal angucken. Ich glaube, das ist ein Versace-Kleid. Oh, echt? Ja. Wegen den Pins an der Seite. Das könnte tatsächlich sein, dass da der Kopf, das Emblem drauf ist, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss mir das Video nochmal angucken, gleich wegen den ganzen Looks und Outfits.
Vielleicht solltest du einen Reaction-Kanal starten, wo du wirklich nur auf die Outfits eingehst und versuchst, die alle zu erkennen. Das habe ich ja auch schon mal privat gesagt. Ja. Weil das macht teilweise echt schon Sinn bei einigen Gruppen. Dass, ja, du kannst ja vorher schon mal auswählen, welche Videos du vielleicht auseinander nimmst, weil da besonders viele schöne Stücke gezeigt werden oder angezogen sind und vielleicht schon so mit ein bisschen Vorrecherche, was die vielleicht kosten und so. Also nicht dieses quasi Live-Live-Ding, First Reaction, sondern wirklich so ein paar spezielle Sachen. Ich glaube, das wäre schon sehr cool. Schreibt es mir in die Kommentare, ob Dana das machen soll und ob das nicht eine gute Idee ist für ihren YouTube-Kanal, den sie ja schon hat, mit fast 15.000 Abonnenten. Guckt da auf jeden Fall auch nochmal vorbei, ist unten verlinkt. Ich glaube, das wäre auch eine gute Idee, noch zusätzlich zu deinen anderen Fashion- und Beauty-Videos sowas in die Richtung auch zu machen. Könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen. Ja, aber die tragen ja teilweise echt Sachen, die siehst du ja sonst tragen nie. Tragen so geile Sachen, so oft. Ja, die siehst du ja nirgendwo sonst so im Alltag und selbst in anderen Videos dann auch nicht. Also nee. Man weiß, dass sie existieren und wenn man mal jemanden sieht, der das anhat, dann ist es echt, ja, weiß ich nicht, Sechser im Lotto. Und dabei hat es jemand anderes an. Ja, schöne, fröhliche Nummer, hat wirklich eigentlich, wobei wahrscheinlich die Message nicht ganz so positiv ist, weil der Titel ist ja auch Devil und man hat auch im Video gesehen, dass es so ein bisschen darum geht, dass einer in der Beziehung wohl immer ein Teufelchen ist und versucht einem da irgendwie Böses anzutun. Hat trotzdem so einen guten Drive nach vorne, relativ positiv, finde ich. So hat ein jetzt Fun-Song irgendwie auch, so macht Spaß schon. Ist schon so, dass es aber jetzt auch Lust nicht, macht. Aber auch nicht dieses girly, nee. Girly Ding, was dann, wo man nur noch pinke Farben überall sieht und hört. nee, ist tatsächlich sehr, sehr cool. Also vielleicht. Dieser Riser, den fand ich so krass. Immer dieses Bew. Was vielleicht interessant ist, ist, dass eben dieser. Ich weiß nicht genau, ob es ein E-Bass ist oder eine E-Gitarre. Ich dachte erst eine Gitarre. Eine E-Gitarre, aber eigentlich spielt es so tief. Es muss eigentlich ein E-Bass sein, aber eben sehr weit unten am Bund gespielt, was ja fast den ganzen Song durchläuft und so eben dann auch die rhythmische Grundlage irgendwie für den ganzen Song auch bietet. Ist dir aufgefallen, dass das Bett an einer Seite auf einer Dose steht? Nein. Auf allen vier. Auf allen. Hey, wie geil. Okay. Echt witzig. Und schön vorne hier Lego. Die hätten auch einfach nur so da liegen können, hätte auch schon wehgetan. Ja. Yeah. So, sehr, sehr coole Nummer. Ja, finde ich gut. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da nicht vergessen, denn wir sind on the road to 100k. Es dauert, glaube ich, nicht mehr lange. Wenn wir es dieses Jahr noch schaffen, wäre auf jeden Fall richtig, richtig krass. Es liegt eigentlich nur an euch. Deswegen unbedingt Daumen nach oben geben, beziehungsweise eigentlich abonnieren ist viel wichtiger. Ja, und Glöckchen an für den Ehrenmann, dann verpasst ihr kein Video, denn jeden Tag kommen 2 Videos, manchmal sogar 3, ab und zu mal sogar 4, weiß man nicht. Aber das alles gibt es nur hier. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ich wollte nur einen schlechten Reim. Okay, danke. Ansonsten guckt auch bei Dana vorbei. Alles unten verlinkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.